Ich kann ja auch nichts ansacken. Na gut, okay, bevor wir jetzt hier rätseln. Ach so, warte mal, vielleicht ist das hier das, was hier draußen noch ist. Bin mir so hart am Upragen und dann. Nee. Ach, hier oben ist auch noch eine Decke. Oh, was man hier alles denken muss. Das war es aber scheinbar auch nicht. Tja, irgendwas fehlt hier noch. Oder meinen die mit Fahrkartenschalter irgendwas anderes, dass das vielleicht das hier ist? Nö, kann ich ausschließen. Oder hier hinten? Ne, das ist bloß irgendein Lager. Oh, was ist da gerade weggeflogen? Aber was soll denn das noch sein? Da müssen. Wisst ihr was? Mudborough ist das hier. Bevor wir jetzt hier ewig rumrätseln, wir sammeln erstmal. Damit wir überhaupt mal irgendwas machen. Sammeln wir hier mal fix noch den restlichen Müll ein, der hier noch so rumliegt. Ich sehe schon, Schienen dürfen wir auch. Warte mal, konnte man die nicht mit der Axt zerhacken? Nee, anscheinend nicht. Aber den Stuhl konnte man zerhacken. Damit wir mal ein bisschen aus den Pötten kommen. Und den Müll hier einsammeln. Ja, ewig groß ist die Festplatte zum Aufnehmen auch nicht. Das ist eine 1 Terabyte. Ich habe mir schon überlegt, ob ich wirklich mal nochmal eine größere, eine 2 Terabyte hole. Und heute habe ich mir auch mal so ein richtig so ein Ei gelegt. Ich wollte mal hier mal meinen Fernseher, mal dieses Aufnehmen auf USB-Stick oder Festplatte oder sowas austesten. Bin halt so in einen bekannten Elektronikladen gegangen. Hab mir da so einen 64 Gigabyte USB-Stick gekauft und dann wollte ich den halt im Fernseher ausprobieren. Und dann hat er gesagt, hier, um die Aufnahmefunktion zu nutzen, muss das Laufwerk mindestens 250 Gigabyte haben. Oh, da habe ich auch so gedacht, klarer Fall von, hätte man vielleicht eher mal die Anleitung durchgelesen. So, ein Teil ist geschafft, der neue Bahnhof ist freigeschaltet. Das muss man wieder mit dem Brecheisen kaputt machen. Muss man nicht verstehen, wo das dann immer so kommt. Das eine so, das andere so. Und dabei hätte auch beides wahrscheinlich funktioniert. Hier muss man nichts machen hier drin, ha? Außer das Dach reparieren. Muss man das reparieren? Hier ist keiner so richtig. Wurde nicht angezeigt gerade, also wahrscheinlich eher nicht. Hier kann man wieder mit der Axt draufhauen. Ja, die Musik ist jetzt ein bisschen dramatisch, wahrscheinlich zum Ansporn. Stehen. Ach, hier oben. So die Lampe. Mal schnell reparieren. Na, achso, das andere will da haben. Die Tür, die sieht in Ordnung aus. Da brauchen wir jetzt nichts machen. Die haben wir auch repariert. Toiletten waren wir schon. Flasche bleibt da, du rollst da nicht weg.
manchmal finde ich das auch ziemlich willkürlich. Ja, so ein. Was man halt teilweise für große Sachen einfach so aufnehmen kann und anderes muss explizit entsorgt werden. Ist auch noch ein Sack. Vielleicht ist das das Problem, dass der dort im Weg rumliegt. Hier ist noch was. Hier drunter noch irgendwie Müll, was der vielleicht erkennt. Nee, das ist irgendwie merkwürdig. Hier ist noch ein bisschen was. Oh, eine Gummiente. Oh, hier liegt auch noch was. Also da kommt ja der übliche Teil, die Schwellen reparieren. Und dann der übliche Teil, die Schwellen schienen. Oh, ja, fehlt eh, ne? Die Schienen schleifen. Mit dem guten Oldschool-Schleifpapier. Das kann jetzt eine Weile dauern. Achso, sind bloß 4 Stück, wenn das unten bei 25% hinwandelt. Ja, mal so ein bisschen simulationsmäßig ein Stück weiter vorgehen, dass es so aussieht, als würde man dort wirklich schleifen. Genau, und dann das noch. 65% haben wir schon, 2/3. Noch irgendwas an der Lok. Muss doch bestimmt wieder alles repariert werden hier. Hä? Oh ja, schön, schön detailliert hier die Lok. Also relativ betrachtet. Und da muss man nichts machen an der Lok. Das ist ja auch fragwürdig. Ich dachte, man müsste hier wieder irgendwelches Zeug, hier hinten ist noch ein Teller und eine Rolle Klopapier. Schön auf dem Baumstumpf drapiert. Aber die Frage ist immer noch, was fehlt hier bei dem? Wir machen erstmal eine Entsorgung. Wir machen erstmal hier einen gemischten. Dann können wir erstmal hier das. Nee, warte mal. Das ist. Ich habe einfach nur diesen schwarzen Sack dort reingeschmissen und das hat schon gezählt. Geht's noch? Das muss man doch jetzt nicht verstehen, oder? Ich rätsel hier, was das sein könnte, und dann ist das einfach hier. Also wirklich. Liebe Entwickler. Wenn ich das mal so anmerken dürfte. Huch. Ich glaube, ich muss meine Sprungtaste anders belegen. War die Heizung jetzt auch Restmüll? Nee. Was ist mit dem? Verstehe ich nicht. Na, egal. Wir haben jetzt alle Level, alle Aufgaben gemacht und können jetzt hier den Rest erledigen. Aber es konnte ja eigentlich nur sowas sein, nachdem wir schon das meiste erledigt haben in dem Bahnhof. Sammeln wir immer einen schwarzen Sack. Da hinten sind noch zwei. Oh, da ist irgendwas gerade kaputt gegangen.
Das klang auf jeden Fall nicht gut. Achso, ich kann auch gleich hier hinten rumgehen. Geht jetzt ein bisschen schneller. So. Jetzt haben wir... Oh, das könnte man eigentlich gleich hier machen. Haben die jetzt wenigstens zwar ein bisschen mehr Platz? Nee, der sieht nicht danach aus, ne? Und ganz schönes, ja, Froschgeräusch hier im Moor. Ne, Frosch und was da noch alles so für Viecher rumlaufen halt. Froschgequake, das Wort habe ich gesucht. So, wir machen jetzt mal den Container richtig voll hier. Zählt er noch? Schwach. Ganz schwach. Oh, so werde ich ihn noch nie im Leben platzieren. Ey, sag mal, Spiel, bist du bescheuert eigentlich? Na gut, so ein paar kleine Sachen müssten dort eigentlich noch dazwischen passen. Na komm, dreh dich. Der Reservekanister hier, zack, rein damit. Bringt auch nochmal 120. Und dann hier dieser Propangastank. Komische Ente hier. Ich muss halt ja auch jetzt dran glauben. Tut mir leid, aber ja. Und tschüss. Hoffentlich schauen keine Kinder zu, die jetzt heulen. Das wäre natürlich fatal. Oh, das bringt schön Geld, der volle Container.